Oh yeah, Elektroschrott. Was lange währt, wird endlich gut. Mein Krempel, der es heiß begehrt, weil er doch gar fantastisch tut. Ich bin ein Pöt. So, ich habe gerade eben die Hauptplatine für den Wecker zusammengelötet und es ist ein Schlachtfeld, gerade wie es sich gehört. Das Platinchen ist aber wirklich nett geworden, da kann man nichts sagen. Ziemlich komplexes Ding, man sieht, ich habe auch nur einmal Scheiße gebaut. Sehr schön. Vorderseite sieht so aus. Tja. Ehrlich gesagt habe ich jetzt Schiss, es auszuprobieren. Früher oder später muss ich aber wohl, wa? Das erste, was ich tun muss, damit ich das Ganze testen kann, ist, dass ich den Mikrocontroller hier aus meinem Breadboard-Aufbau rauszupfen muss. Hier, Datei. Und das mache ich hier mal mit meinem Pickpuller, damit da nichts kaputt geht. Ja. So. Der Chip ist sicher in meiner Hand. Und was ich jetzt mit dem Chip mache ist, ja, man kann sich's fast denken, ich setze ihn in meine Platine ein. Das hier ist das Mainboard. Wo ist denn der Pin 1? Er ist hier. Ja, ich mache das mal so, dass ihr auch was sehen könnt. Und jetzt muss ich nur noch den Chip hier irgendwie so reinkriegen, dass ich nichts verbiege. Ich finde das immer gar nicht so fürchterlich einfach. Oh, Scheiße. So. Na bitte. Der Controller ist im Board angekommen. Sitzt fest. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich den Programmer anschließe und einfach mal schaue, ob sich der Mikrocontroller programmieren lässt. Wenn er sich programmieren lässt, weiß ich zumindest schon mal, dass Stromversorgung, Taktsignal, der ISP-Programmer und dieser ganze Kram, dass das alles schon mal passt. Und damit werde ich schon mal einen erheblichen Schritt weiter. Also probieren wir das jetzt mal aus. Das hier ist mal wieder, na, ihr kennt ihn schon, der Guloprog. Ich stehe einfach auf das Ding. Und was ich jetzt tue, ich schmeiße mal die Eclipse-Umgebung an. Eclipse läuft. Ich kann jetzt erstmal kompilieren. So getan. Und jetzt schmeiße ich es mit dem Programm aufs Board. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das ist genau, was ich sehen will. Ja. Ja, das mit dem Programmer funktioniert und jetzt schnappe ich mir erstmal eine ganze Menge Kabel und kable die ganzen blöden Module an mein Mainboard dran. Mal schauen, ob es klappt. Tja, es hat tatsächlich alles geklappt. Wie man hier sieht, ich krieg die Zeit auf meinem Teil. Die Komponenten stecken alle zusammen. Das Breadboard ist jetzt nur noch deswegen dran, weil ich hier die beiden Taster für die Geschichte mit dem Alarm dran habe. Aber ansonsten alles nur noch schön auf richtige Platinen aufgebaut. Ja, also das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Das muss man wirklich mal so sagen. Ich bin auch echt stolz und total happy, dass die ganze Sache jetzt fertig ist. Das Teil ist so geil geworden. Das ist eigentlich auch genau das, was ich haben wollte. Jetzt baue ich mir noch gelegentlich ein Gehäuse oder vielleicht finde ich jemanden, der sich damit auskennt, der freundlich ist und das mit für mich macht. Aber ich habe das Ding jetzt fürs Erste fertig und bin wirklich stolz wie Bolle. Ja, geiles Teil. Wie ihr seht, 23:48 ist schon relativ spät. Ich schneide jetzt noch das Video zusammen und dann geht das auf YouTube. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zusammen diesen Wecker zu bauen. Bis es das nächste Video gibt mit dem Gehäuse, das kann jetzt wirklich eine ganze Zeit lang dauern. Aber früher oder später kommt's. Ich verspreche es. Und bis dahin, macht's gut.